Ja, willkommen zu SimCity und unserer neuen Stadt. Ich habe diese Stadt ursprünglich neben meiner Hauptstadt eigentlich geführt, um, ja, wie soll ich sagen, um Geld zu verdienen und um die Forschungsarbeiten voranzutreiben für das Großprojekt. Also wir sehen es hier in der Uni, dass wir das Großprojekt Solaranlagen machen. Anschließend wollen wir noch diese Raumstation machen. Aufgrund eines Serverfehlers, wenn man sieht, also hier wäre normalerweise unsere Stadt gewesen, die ursprüngliche Stadt, ist dann ja der Server abgekackt. Und dadurch haben wir dann ja das Problem, dass ich da überhaupt nicht mehr drauf zugreifen kann. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Und jetzt mache ich halt direkt mit der Stadt weiter, die eigentlich nur für, ja, andere Dinge bestimmt war. Gut, zu der Stadt selbst. Ich habe ja da schon ein bisschen vorausgespielt. Ich habe hier diese Wohnsiedlung und hier da ein bisschen Gewerbe mit dran. Die Industriering ist, habe ich diesmal relativ klein gehalten. Und Geld tun wir verdienen hier, also wir hatten hier mal Öl ursprünglich, das habe ich schon mittlerweile weggebaut. Hier habe ich eine Recyclingfirma aufgestellt, also für unser, man sieht es hier, Prozessorfabrik. Wir lassen zu einem uns diese Materialien oder Legierung und Plastik anliefern. Oder kaufen es besser gesagt ein und stellen einen Teil davon selber her. Ich habe die Firma auch zweimal aufgebaut, einfach um mehr Geld zu verdienen. Hier habe ich nochmal einen Umschlagsplatz aufgebaut, an dem ich derzeit nur lagern kann. Ich habe hier eine größere Lagerfläche als bei diesem kleinen Handelsdepot. Was ich dazu sagen kann, ich dachte anfangs, wo ich das Ding gebaut habe, dass ich hier auch größere Mengen an Legierung und Plastik anliefern lassen kann. Ist aber nicht der Fall. Man braucht dazu dann immer gewisse, ich kann es euch mal zeigen. Und da wollte ich gar nicht draufklicken. Also man braucht da gewisse Voraussetzungen. Ich kann hier mal, das ist der Anlegeplatz. Genau, den Versandlager kann man jetzt problemlos bauen. Auch hierfür, ne, da war nichts gefordert. Also hierfür, für die Kohlelager, sieht man zum Beispiel, dass man hier eine Gewerbeabteilung hinzufügen müsste oder eine Handelszentrale. Das betrifft alle Lagerplätze. Und ich habe jetzt zum Beispiel für Legierung kann ich überhaupt kein Handelsding aufstellen, weil ich ja nicht nirgendwo Legierung abbaue. Und das ist halt jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen blöd. Ja, wir haben eine Küste und sollen hier für Schiffe was machen, aber total unnötig. Wir haben hier die Eismaschine, also wenn dann der Zugspieler kommt, der nimmt dann auch immer ein paar Sachen mit. So, was wollen die jetzt? Reise ins Weltall. Also die wollen, dass wir hier ein Raumfahrtzentrum als Großprojekt bauen. Ah, das weiß ich jetzt noch nicht, ob wir erst Solar machen oder vielleicht doch diese Raumfähre. Ja, finanziell stehen wir gut da, auch wenn wir jetzt halt 8000 Minus machen. Die Projekte hier, die ja, machen mehr Gewinn als das, was wir an Kosten haben. Man sieht es hier, also wir machen da an den Prozessoren hier mal 100.000 gemacht im November, hier 67. Wir müssen natürlich auch die Rohstoffe wie Plastik einkaufen. Und letztlich, ja, machen wir mehr Plus wie Minus. Ich würde das Ganze auch gerne etwas erweitern, indem ich später bei der Spezialisierung hier noch weiter zum Beispiel diese Unterhaltungselektroniksfabrik baue oder wir können auch dann diese Fernseher produzieren. Genau, wir müssen da aber jede Menge Plus machen. Das bedeutet,
wir müssen jetzt erstmal unsere Lieferung voll machen. Das heißt, wir tun es lokal, also unser Lager voll machen. Und hier gehe ich auch mal drauf. Haben wir eigentlich hier, nee, Verkauf haben wir gar nicht. Gut, wir verkaufen nur über unseren Umschlagsplatz. Wir machen jetzt hier einfach mal die Lager voll. Und wenn die Lager voll sind, verkaufen wir alles auf einmal, damit wir dann diese geforderte Gewinnmenge, tägliche Gewinnmenge erreichen. Ich hoffe natürlich, das funktioniert. Dazu machen wir die Zeit auch mal wieder schneller. Jetzt habe ich auch genug gequatscht darüber. Also diese Straße hier, diese große, die war bereits schon vorgegeben. Die einmal so quer durchs Land geht und man sieht, die ist extrem befahren. Auch hier der Zulauf ist gut befahren. Teilweise stehen die bis da hinten. Ich habe hier auch schon eine große Feuerwehr gebaut. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte, ich kann dann hier ein bisschen schneller diese Chemikalien-Schutzfahrzeuge bauen, aber da brauche ich wieder eine Universität oder eine Uni mit Ingenieurzeug da. Das haben wir auch noch gar nicht gebaut. Also wir haben hier schon zwei Dinge gebaut, ich weiß gar nicht welche. Ich kann es auch mal anklicken. Wir haben hier, was haben wir schon gebaut? Genau, Naturwissenschaft und Wirtschaftsuni, damit wir mehr Gewinn machen. Und ich meine, diese einmaligen Kosten sind okay, aber diese täglichen Kosten sind schon enorm. Ja, dann werden wir hier vielleicht noch dieses Ingenieursuni da machen. Ich habe dir auch bewusst ein bisschen was jetzt gebaut, falls man weiß ja nie, falls dann irgendein Erdbeben oder irgendein Monster angreift oder weiß der Kuh was. Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen da verwirrt, wieso wir Gewinn machen. Die Müllentsorgung. So, der Tag ist rum. 1,4 Millionen, 2 Millionen müssen wir schaffen. Das heißt, somit, wir müssen heute den ganzen Tag bunkern. Also wir haben jetzt 2.000 von 11.000 Kisten drin. Da ist immer ein wenig das Problem, dass wir hier auch die Rohstoffe alle zugeliefert bekommen. Ja, und Drohne, Finanzprobleme. Also der Einkauf ist schon relativ teuer. Diese Legierung kostet, glaube ich, 64.000. Was wir jetzt gerade abbuchen gesehen. Ja, und hier stellen wir minimal Legierung her und Plastik, soweit es uns möglich ist. Ja, wir haben das soweit schon komplett aufgemotzt. Ja, letztlich können wir da auch nichts mehr machen. Müssen jetzt bloß aufpassen, dass man auch hier. Ich kann auch keinen Kredit mehr aufnehmen. Ja, der Einkauf ist schon teuer. Der ist gut versorgt, der ist gut versorgt. Falls wir da ein bisschen runterrutschen, dass wir dann. Oh, jetzt wird's doch knapp.
So, halten wir mal an. Auch unsere Uni halten wir mal an, damit wir nicht so viel Minus machen. Also 5.000 kostet uns die Uni. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir mal einen ganzen Tag über die Runden kommen. Ne, da geht uns langsam das Plastik aus. Auch hier mal ein Probleme. Okay, da sind die Lager fast voll. Vielleicht war es ein bisschen eichfrüh. Naja, also unsere Stadt existiert noch, diese Mocky City. Sie ist halt einfach bloß nicht mehr da. Optisch. Ja, und die motzen jetzt alle rum hier. Was kann man hier? Da haben wir noch Kapazitäten. Auch bei der Polizei, da will wahrscheinlich, dass wir das aufmotzen, das Ding. Ja, größeres Polizeirevier wollen wir aber jetzt im Moment nicht. Allein schon durch die große Feuerwehr, die kostet unser Vermögen und bringt uns eigentlich gar nichts. Ja, gelöschte Brände am Tag 0. Ausgaben 2100. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir diese große Feuer wieder abreißen und hier wieder diese kleine reinstellen. Also hier mal schon das erste Problem. Ich möchte mal, wenn ich das jetzt gleich wieder aktiviere. Ja, jetzt ist unser Server mal wieder abgekackt. Wir wurden aus dem Spiel rausgeschmissen. Das übliche Leiden halt bei SimCity, also ganz schlimm. Wir haben auch eine Zeit lang jetzt schon keine Folge mehr reingesetzt, aufgrund dessen, weil halt eben ständig irgendwas hier ist mit dem Server. Es ist halt. Also der Spielspaß ist bei SimCity echt wirklich bei uns ziemlich am Boden. Teilweise spielt man halt 20 Minuten, 30 Minuten und dann wird das Ganze zurückgesetzt. Man fängt mit dem ganzen Mist wieder von vorne an. Also im D-Fall kann man weiterspielen. Komischerweise sind aber hier die Sachen wieder aktiviert. Ich hoffe, es kommt gleich mal der Zug angefahren. Nimm da ein paar Rohstoffe mit. Machen wir mal den aus, na, dass der einkauft. Und wir dann pleite sind. Wir haben ja schon drei Kredite laufen. Also der quatscht uns jetzt erneut wieder zu. Ja, wie cool das wäre. Ach, da überall staut sich's bei uns. Ah, jetzt machen wir einen Export. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall Geld.
Der ist noch geschlossen, genau. Ah, jetzt sieht man es. Früher morgen staut sich's wirklich bis hinten hin. Ist immer ein bisschen was verkauft, aber immer noch jede Menge Kisten. So, jetzt haben wir genug gemacht, das machen wir hier wieder auf. Und auch die Uni starten wir wieder. Ja, jetzt kommt irgendwann gleich hier mal der Zug angedüst. Zumindest habe ich das gedacht. Oh, da kommt er. Da kommt unser Zug. So, der nimmt so ziemlich alles mit, was wir auf Lager haben. Zur Technikhauptstadt. Ja. Jetzt ist erstmal schön, wenn wir hier dieses Ding hier knacken, unseren täglichen Gewinn auf 1,5. Hier sind ja sogar 2 Millionen verlangt. Wir können da mal kurz Nei spitzen. Genau, wir haben dann die Unterhaltungselektronik und wir haben dann die Gewerbeabteilung, hätten wir dann zur Auswahl. Das heißt jetzt ein bisschen abwarten und hoffen, dass es diesen Tag klappt. Kann man schon sehen, also wir haben jetzt halt im Dezember 100, 200, 300, 400. Was weiß ich, wie blöd zu zählen. Genau, 1, 2, 3, 4, 500, 700.000, 800, 900.000 haben wir bis jetzt gemacht. Das wird von der Zeit, glaube ich, wieder nicht lang. Na, wobei doch. Es könnte funktionieren. Auf Lager haben wir kaum noch was. Da wird es schon knapp. Hier sind die Lager auch leer. Ich habe auch schon überlegt, ob wir uns ein zweites Handelsdepot kaufen, bauen und hier dann nochmal doppelt so viel an Rohstoffe lagern, aber naja, mal abwarten, vielleicht klappt es gleich. Und ob wir auf Dauer dann zwei Chip-Prozessorfabriken haben, müssen wir mal abwarten. Was ist denn eigentlich hier los? Wir brauchen eine Klinik oder Krankenhaus. Mache ich. Könnte meine Klinik setzen wir auch rein. Also das Riesending definitiv nicht. Setzen bloß eine Klinik rein und jetzt setzen wir einfach mal so da rein. Tun wir noch ein bisschen verbessern. Hält mir das eine zumindest schon. Was will der eigentlich? Am Bahnhof.
wir sehen, wir machen jetzt schon 10.000 die Stunde minus. Unser Prozessor verbringen ist eigentlich das Einzige, was uns da noch, was der Stadt eigentlich den Gewinn hier hält. Ja, dann warten wir mal ab, ob das heute funktioniert. Also wir haben jetzt eine Mille auf der hohen Kante. Damit lässt sich schon ein bisschen arbeiten. Ja, zweites Polizeirevier. Was ist eigentlich mit dem hier? Kaum Gefangene drin. Sechs Streifenwagen. So, stellen wir mal auf, dass die Leute hier mal alle zufrieden sind. Verletzte retten. Verletzte retten. Fertig. Jetzt motzt er schon wieder rum. So, bla 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 bla. Alles soll jetzt halt drei Sims helfen. Das macht er, glaube ich, von alleine. Ach, und wir haben es geschafft. Also wir haben diese 1,5 Millionen. Jetzt graden wir auch gleich mal ab. Auch ohne Feuerwerk. Und jetzt bräuchten wir schon täglich einen Plus von 5 Millionen. Auf jeden Fall können wir schon mal eins bauen. So, und weder bauen wir jetzt halt hier die Unterhaltungselektronik, also die Fernseher, oder die Gewerbeabteilung. Bin hier für die Unterhaltungselektronik. Frage ist bloß wohin, 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 wohin? Okay, jetzt haben wir die zumindest. Mal schauen, was man hier machen kann. Ach, gar nichts, es ist dasselbe. Als wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, ist das jetzt für die Fernseherherstellung. Oder habe ich mich jetzt vertan? Nein. Jetzt kann ich diese Fabrik hier bauen. Boah, das ist eine Riesenfabrik. Die setzen wir hier außen mal hin, da haben wir noch Platz. Also man sieht, unsere Stadt ist relativ klein mit 50.000. Das wird sich auch hier nicht bessern, wenn wir uns hier spezialisieren, weil wir echt jede Menge Platz brauchen. Ich versuche es später noch so weit wie möglich noch zuzubauen, aber bislang lassen wir das mal so. Okay, wir brauchen Prozessoren, das soll ja jetzt kein Problem darstellen. Diese Legierungen schon wieder. Und dann kann man diese Fernseher herstellen. Und jetzt glaube ich, haben wir schon unser erstes kleines Problem. Eventuell, ich schaue mal hier nach. Also Versandlager können wir noch eins aufbauen. Das ist nicht das Ding. Ach doch, das können wir. So.
Dann können wir hier Prozessoren schon mal lagern. Computer und TV. Jetzt muss ich da mal schließen. Ich weiß gar nicht, was wir da bauen. Ich glaube, das können wir jetzt auch gleich bestimmen, was wir bauen. TV. Computer, okay, wir können beides machen. Ist aber verdammt teuer, sehe ich gerade. Bauen wir hier noch eine Garage hin. Da. Ach, drei langt. Noch dieses Schild. Hier ein bisschen gegenüber. Und hier machen wir jetzt noch das Lager für TV und Computer. Eins, zwei. So, jetzt können wir da nochmal nachschauen. Also 20.000 für Prozessoren. Und dann halt die ganzen Dinger hier. Verwaltung. Wir wollen das natürlich exportieren. Auch das wollen wir exportieren. 184.000. Und bei den Chips würde ich hier mal aufheben. Ich glaube, das wird gleich ganz teuer. Na, fangen wir mal an. Das wird jetzt gleich teuer werden. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Hier, wir müssen erstmal einmal ins Rollen kommen, dass wir dann die Fernseher verkaufen können. Und solange wir die Prozessoren nicht verkaufen und hier verwenden, müsste es eigentlich so halb-halb machen können. Was motzt denn eigentlich der rum? Was fehlt denn? Kann ich denen auch eigentlich sagen, dass wir diese hier lokal verwenden? Nein, können wir nicht. Das wäre schön, wenn wir es zuweisen könnten, dass die Fabrik unsere TV-Fabrik beliefert und er diesen Handel. Oder dass wir das verkaufen und das nicht verkaufen. Aber egal. So, was will der jetzt schon wieder? Jetzt kommt er schon wieder mit dem blöden Küstenumschlagsplatz. Oh, es geht los. Also, wir haben hier alles versorgt. Man sieht es schön. Und jetzt bauen wir auch die ersten Fernseher. Ich denke trotzdem, dass man diese Prozessoren nicht, du die mal als auf Verkaufen stellen. Ich denke, dass man trotzdem, auch wenn wir die verkaufen, dass man direkt welche beliefern. Wir werden es gleich sehen. 13.000 minus. Naja, ich sag's schon mal, bleibt dran, schaut weiter zu. Wir werden sehen, wie sich das Ganze ergibt. Solange die Stadt nicht kaputt geht, werden wir auch hier, glaube ich, auch Erfolg haben mit der Stadt.